Es ist super stimmig, schönes Wetter, super Anlage, stimmt einfach alles. In Sanjon ist natürlich die ganze Gegend sehr schön. Ich finde es super, dass wir das ein bisschen kombinieren mit dem Reiten und dem Aschi. Die Leute sind hier sehr freundlich. Dann fangen wir mal an mit dem Gelben und ihr mit dem Grünen. Mega schönes Wetter und eben die Stimmung auf dem Platz ist natürlich super. Das Training ist viel lockerer als irgendwie sonst Training daheim. Also auch der Hund ist viel mehr bei Sache. Ich weiß nicht, ob das die Luft ausmacht oder. Es ist mega schön, ja. Und es ist mega cool Umgebung und heute machen super mit. Stopp! Ich sage, ihr zwei laufen den Blau. Dann kommen wir raus und machen die drei Sprünge. Du nicht, du nicht! Du gehst direkt sofort im Sprung an den Start und laufst den grünen retour. Sarah ist eine ganz gute Trainerin. Sie ist lustig, sie motiviert, sie macht lässige Parkouren. Es ist immer Freude da, es ist kein Druck und es ist interessant und lehrlich. Also. Sie ist immer sehr lustig, sie ist sehr kompetent. Man lernt viel, man wird müde dabei. Die Hunde sind zufrieden nachher. Es ist staunend, auch sonst allgemein, wie viel das sie macht und tut. Und sie strahlt wirklich eine Leidenschaft aus für alles und eine Freude. Und genial, wirklich super. Ich staune, bis sie den ganzen Tag dort vom Platz und die mal immer. Wenn man auch nicht etwas kann, weil sie ist echt geduldig. Das ist einfach gut. Und jetzt zeigst du ja den Slalom. Und du zeigst immer da, wo der Hund ist, auf die Hand. Ja, ich war auch schon mal am Wettkampf. Dort bin ich erste geworden auf der Junior. Und ja, dort habe ich den entscheidenden Lauf, also den zweiten Lauf. Dort habe ich nur einmal das Tellerli von der Mauer abgeholt, mehr nicht. Also weißt du, die Orange. Also mein Ziel ist einmal an die SM kommen. Ja, das ist eigentlich gsi, wo mein Ziel ist, vom Agility. Es gibt nur Fehler, wenn ihr nicht wisst, was durchgeht. Hä? Sprung, Tunnel, gerade für einen Sprung. Ah, eben, gell, ja. Sprung, Tunnel, Wippen. Sprung, durch. Sprung, durch, gerade für einen Sprung. Jetzt weiss ich es ja. Ich sehe es eigentlich das erste Mal hier und ich muss mich ganz staunen, wie konzentriert die Hunde auf ihre Trainer da existieren, also wie die reagieren. Also da ist es schon Disziplin beieinander, wo ich sagen muss, das sehe ich das erste Mal,
das Büble, wo das mit dem Hund gelaufen ist, was da für ein Training notwendig ist und die Kommunikation zwischen Tier und Mensch. Also ich finde das hervorragend. Der Aufbau, es ist einfach mega lässig. Ein riesen Kompliment an Sarah Jane. Ich hatte noch nie so eine gute Trainerin. Sie weiss genau, wie sie aus wem was herauslocken kann. Also, es ist ja nicht jeder funktioniert gleich und sie kann jeden so ein bisschen an Grenzen bringen. Sie hat jemanden einen Ecken ab, aber nein, sie ist eine mega coole Person, ich habe sie mega gern. Sie baut mich immer wieder auf, wenn sie mich fertig macht, aber genau das brauche ich. Sie ist einfach sehr geduldig und macht das super mit meinen Hunden und mir. Ein sehr wertvoller Mensch, es ist unglaublich, wie viel Energie sie immer hat. Ich könnte das nie, ich habe das gestern gedacht, als wir hier heim sind, essen und dann ist sie noch reiten. Also ich könnte das nicht, ich wäre dort nachher. Ich fühle mich einfach wohl bei ihr. Man kann super viel von ihr profitieren, kann schon sehr viel von ihr lernen. Sie ist immer lustig aufgestellt und es macht einfach Freude. Sie ist sehr kreativ, voller Überraschungen. Und man muss sich voll konzentrieren und man lernt dann auch etwas dabei. Ja, sie ist eine mega nette und auch die Hai, sie ist mega nette, macht alles und kocht, geht mit den Hunden raus, ich helfe ihr auch. Und ja, sie ist eigentlich das beste Mal, was man sich wünschen kann. Ich finde das gut, das ist super, dass sie das macht. Ich sehe schon, sie hat das im Griff und sind alle begeistert. Wir ticken ein bisschen gleich. Ich würde euch gerne das Quiz verteilen. Wenn sie nachkommt, ist es selber nicht, gell? Ich muss jetzt noch.
finden, die Leute sind cool und die Hunde machen mit. Also bis jetzt bin ich sehr zufrieden. Ich hoffe, die Leute auch. Wie geht es dir eigentlich, Mami? Oder Sarah? Darfst du mir schon noch Mami sagen? Was ist eigentlich dein grösster Wunsch? Traum besser? Nächste Frage. Nein! Wie bist du eigentlich zum Agility gekommen? Meine Mami hat von dem Sport erzählt und hat mich mitgenommen in den Hundeverein. Was findest du eigentlich schön am Agility-Sport? Also, das, was wir im Kopf fit sind. Kopf und körperlich und vor allem Kopf. Wieso sind die Leute immer ausgerufen nach dem Training? Das sind unsportlich. Nein, es ist streng. Wie hat dein Vater geheißen? Bruno. Glaub. Okay. Danke. Also, das ist ein voller Erfolg, das Seminar. Danke vielmals an Sarah. Ist dir schon klar? Ich wünsche der Sarah, dass sie noch lange für uns als Trainerin aktiv ist und wir sie noch manches Jahr bei uns haben. Ja, alles Gute, viel Gesundheit, viel Freude weiterhin. Ich wünsche ihr vor allem Gesundheit und dass sie ihre Träume verwirklichen kann. Jawohl. Ich wünsche ihr sicher weiterhin sehr, sehr viel Freude an diesem Sport. Sie macht das wirklich mega gut. Sehr viel Glück eben gerade mit der Gesundheit. Dass sie noch lange wirklich fit und zweg ist, dass wir sie noch lange auch geniessen können. Dass sie so fröhlich bleibt, aufgestellt bleibt, auch so optimistisch und positiv. Unterhülle 180! Also, ich und zwei müssen jede Woche auf dem Trainingsplatz den Rasen mähen. Einmal einen rechten Rasenmäher, der sich Rasen mähen kann. Viele schöne Momente mit ihren liebsten Hunden. Kind, Ross, allen möglichen Getier. Dass sie das kann umsetzen kann, was sie hat, und dass sie auch Glück hat im Leben. Ich wünsche ihr das von ganzem Herzen. Auf jeden Fall, bis bald. Tschüss.